Hallo meine Lieben, heute sehen wir uns wieder, heute drehen wir ein Porno. Wir drehen heute das Video zum Porno-Kuchen. Der ist im Moment ja in aller Munde und ich habe gesagt, meine Freundin, die macht gerade Prüfungen. Ja, auch Mädels über 20 haben noch Prüfungen. Und die braucht ein bisschen Nervennahrung, isst so unheimlich gern Schokolade. Und da der Pornokuchen reiner Schokokuchen ist, habe ich gesagt, den machen wir heute. Sie ist aus dem Urlaub zurück und hängt schon wieder über den Büchern. Und jetzt zeige ich euch noch, was man alles dazu braucht, damit es hoffentlich ein gelungener Pornokuchen wird. So, für den Kuchen brauchen wir natürlich den Hauptbestandteil Schokolade. 150 Gramm Zartbitterschokolade. Wir brauchen Butter, 250 Gramm. Aber die Angaben setze ich euch alle nochmal unten rein ins Video. Wir brauchen Zucker, Eier, 5 Stück sogar. Wir brauchen ganz wenig Mehl, jede Menge echter Kakao, Backpulver und später für oben drüber natürlich nochmal Schoko mit Sahne gemischt. So, und natürlich last but not least, ihr braucht eine Sprengform, 26 cm Durchmesser. So. Ich habe da hinten schon mal Wasser aufgestellt, weil wir schmecken die schmecken. Wir schmelzen die Schokolade im Wasserbad. Das heißt, ich habe hier unten einen Topf mit Wasser. Ihr seht, es sprudelt schon. Der erhitzt mir den Topf innen drin und da rein kommt die klein gemachte Schokolade. Super. Ganz wichtig, wie gesagt, macht sie bitte klein, denn je kleiner sie ist, umso schneller schmilzt sie, umso weniger braucht ihr warten. Bin wieder da, ich habe mir gerade noch schnell ein Messer geholt. Da rein kommt natürlich die ganze tolle Butter. Und zwar alles. Das Ganze soll zu einer tollen Masse werden. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Ja. So. Also, ich brauche euch das jetzt länger zeigen. Wir machen hier, wie gesagt, die Schokolade. Ihr seht schon, da hinten sie schmilzt. Die Butter kommt da rein. Das werde ich schon mal vorbereiten. Währenddessen, dass es in Ordnung schmilzt, werde ich es gleich die Eier mit dem Zucker schaumig machen. Das Ei habe ich schon mal aufgeschlagen. Ihr seht, das Ei ist schön schaumig geworden. Der Zucker ist drin. Es wird heller, es wird weißlicher. Ganz wichtig ist, dass eben sich da drin der Zucker auflöst, dass keine Kristalle mehr da sind. So, ich gebe jetzt das Mehl in ein Sieb hinein, gebe gleichzeitig den Kakaopulver mit rein, weil die eh miteinander gemischt werden müssen. Und meinen kompletten Teelöffel Backpulver. Da war eh nicht mehr viel drin. Siebe das Ganze durch, ist ganz wichtig, um eben da auch sicher zu gehen, dass da keine Krümelin, Fremdkörper, sonstige Bestandteile drin sind und dass das Ganze natürlich auch eine lockere Konsistenz hat. So, ist durchgesiebt. Perfekt. In der Zwischenzeit hat sich die Schokoladenmasse erhitzt. Ich zeige es euch auch gleich. So, Basis Nummer 2 ist geschaffen. Ei steht hier, Kakaopulver steht da. Ich ziehe mal kurz die Schokolade raus. Na, so seht ihr mehr. So, die Schokolade sich gelöst, die Butter noch nicht ganz, die zerkleinere ich noch ein bisschen. Und das verbindet sich jetzt gleich noch. Dürfte nicht mehr lange dauern, dann ist es auch klein. Wichtig ist, es muss aufgelöst sein und sich miteinander verbunden haben. Das hat, glaube ich, 2 Minuten gedauert, aber egal, es ist erledigt. Die Schokolade ist so gut wie fertig, ein bisschen Butter ist noch drin. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch eure Sprengform, macht einen Tropfen Öl hinein. Also wirklich nicht viel. Und ölt mir die bitte aus, damit der Kuchen nicht dran hängen bleibt. Wir nehmen hier keine Butter, wir nehmen hier ausnahmsweise Öl. Des Weiteren, indessen das Ganze hier funktioniert, macht ihr euren Backofen an auf ca. 160 Grad. Ich mache da Ober-Unterhitze. Der kann schon mal vorheizen. Ich brauche einen vorgeheizten Backofen dazu. So. Mit Öl geht es halt auch wirklich sehr, sehr schnell. Es gibt auch Trennspray, wer damit lieber arbeitet. Das bleibt euch überlassen. Ich arbeite hier mit Öl. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wer mag, kann es gerne noch mit Haselnüssen drumherum arbeiten.
um die Trennschicht zwischen Kuchen und Springform zu gewährleisten. Das bleibt euch überlassen. Ich mache noch etwas, was nicht im Rezept steht. Ich habe im Backofen noch ein Schälchen stehen, zeige ich euch. Ein Schälchen mit Wasser, da ist ja das pure Wasser mit drin. Es gibt einfach eine andere Hitze, eine andere Wärmeentwicklung. Und darauf kommt es im Endeffekt an, dass es einfach eine angenehme Wärme ist. Und ich habe das Gefühl, der Kuchen treibt besser. Ob ich mich da täusche, weiß ich nicht. Könnte sein, also ich kenne es halt so, dass man das mit reinmacht, um dann eine andere Hitze zu erzeugen. Und durch das Feuchtwarme, zum Beispiel bei Dampfnudeln, ist es auch Wasser, was im Endeffekt die Dampfnudeln hochtreibt. Jetzt machen wir eins. Wir haben jetzt hier die Eimasse und da kommt jetzt ganz langsam, ich mache es umgekehrt diesmal, normalerweise, weil ich habe die Schüssel hier größer genommen. So, wir verbinden das Mehl ganz langsam mit der Eimasse. Wirklich langsam, damit sich keine Klumpen entwickeln. Aber ich glaube, das funktioniert richtig, richtig gut. In der Zeit, wo ich das Ganze mische, kann schon mal die Schokolade, die hier vorne steht, ich schiebe sie zur Seite, in aller Ruhe auskühlen. So, gucken wir nochmal. Ja, die restliche Butter hat sich aufgelöst. So, schaut euch an. Die Eimasse verbindet sich gut mit der Schokolade. Ich mache sowas gerne langsam. Kuchen soll mit Liebe gebacken sein und braucht halt ein bisschen Zeit, aber wir reden hier nicht von viel. Das Ganze mache ich jetzt wieder live mit euch. Dazwischen den einzelnen Schritten waren maximal 5 Minuten gelegen, also ihr braucht nicht viel. Wenn ihr gut vorbereitet seid, alles griffbereit habt, funktioniert es. Und ihr seht, es gibt definitiv keine Klümpchen. Das Mehl mit dem Kakao, auch wenn es nicht viel Mehl war, nur 2 Esslöffel, verbindet sie super gut. Der Backofen heizt vor. So, Ei ist drin. Die restlichen Tropfen noch mit rein. So. Alles ist gut verbunden. Schauen wir nochmal. Ihr seht, alles sauber. Nichts, was hängt. Nichts, was irgendwie Schwierigkeiten machen könnte. Es ist alles auch in den Ecken. Schaut bitte nach, dass da nichts ist. So, und jetzt kommt unsere heißgeliebte Schoko noch drunter. Das ist noch der Rest vom Ei. Ich gehe jetzt mit dem Fingerchen rein. Ich böse, böse, böse. So. Aber es sind ja keine Profisendung, sondern immer noch ich. Und außerdem sind meine Finger frisch gewaschen. So, jetzt kommt die heißgeliebte Schoki. Ich zeige es euch nochmal. Sie hat sich richtig gut aufgelöst. Ihr seht, ups, da ist nichts mehr drin. Auch die lasse ich strahlförmig hier einlaufen, dass ich das richtig gut verbinden kann. Sie ist in der Zeit auch ein bisschen abgekühlt, das sollte sie auch. Moment, habe ich die Maschine versaut. Ja, aber schmeckt es nach Schoko in Butter. So, ich gucke jetzt gerade nochmal, ob der Rand auch sauber ist. Ja, es ist sauber. Dadurch, dass ich es eben schon angemengt habe, kann ich den Rest einfach gut drunter mischen. Fertig. So, einmal gut durchmischen. Die Schokonase kann sich lassen. Ja, gut. Und ihr seht, es wird ein ganz, ganz toller Teig. Unser Porno-Kuchen. Es muss wirklich eine einheitliche Masse sein. Es sollten keine Kristalle mehr drin sein. Schauen wir es nicht zur Hand, dann nehmen wir doch was anderes, ist doch kein Thema. So, dann nehmen wir unseren Kuchen und gehen doch tatsächlich her und schmeißen den jetzt langsam richtig schön drunter. Ich
gehe noch mal kurz durch. Und hat eine geile Konsistenz. Also ich hätte nicht gedacht, dass so wenig Zucker, so wenig Mehl so eine tolle Konsistenz macht. Aber egal, es ist so. Ich kann es nicht nachlassen, nicht erschrecken. Und ich hoffe, meine Freundin freut sich drüber. So, jetzt gießen wir den Kuchen hier wirklich rein. Gib einmal Stoff. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne mit Früchten arbeiten, wenn er einfach zu schokig ist, wenn ihr das nicht so arg mögt. Macht noch Schattenmorellen aus dem Glas mit rein. Stelle ich mir sehr gut vor, Himbeeren könnten zerquetscht werden, weil Schokolade doch relativ fest ist. Ja, Kokos könnte auch noch mit reinmachen. Also die Tipps gebe ich euch alle nochmal in der Infobox. Dass ihr da auch alles habt. So, Kuchen ist drin. Backofen ist vorgeheizt. Also Kuchen ist in der Form. Backofen ist vorgeheizt. Rein damit. So. Ich weiß, es ist nicht ladylike. Aber ein geiles Scheiß. Würde eh nicht sagen. So. Kuchen ist in der Form. So, hier seht ihr ihn nochmal. Er fliegt jetzt in den Backofen für 30 Minuten, dann melde ich mich bei euch wieder. Jetzt die 30 Minuten sind um. Wir schauen jetzt mal, ob er fertig ist. Wir machen auch gleich eine Garprobe. Wie, zeige ich euch gleich. Ich hole ihn gleich mal aus dem Backofen. Einen Moment. So, hier ist dieser Wahnsinnstraum von Schokokuchen. Garprobe, wir nehmen Holzstäbchen und stechen an einer der höchsten Stellen ein. Ganz wichtig, einer der höchsten. Bleibt hier nichts mehr kleben, ist er okay. Ich nehme noch eine andere Probe, rein zur Sicherheit, weil ich möchte definitiv, dass er durch ist. Auch hier würde ich ihm noch eine Minute geben. Ich habe noch mal eine Minute nachziehen lassen, weil ich dem nicht getraut habe. Und jetzt schauen wir noch mal. Ich würde sagen, das Stäbchen ist perfekt. Ich lasse ihn hier drin jetzt auskühlen. 2 Stunden oder eine Stunde, mal schauen, wie schnell er fertig ist. Und dann sehen wir uns weiter für den Guss. Aber ihr seht schon, der ist richtig. So, die Schokolade hat sich aufgelöst, mit der Sahne verbunden. Ihr seht es, glaube ich, hier ganz gut. Eine richtig geile, tolle, da seht ihr, wie es glänzt, tolle Masse geworden. Ich gehe jetzt her, schütte das nicht sofort ganz drüber, sondern ich glasiere das Ganze erstmal kurz ab. Das heißt, ich nehme einen Pinsel. Moment, wo habe ich mein Pinselchen hin? Genau, da ist er. Und pinsel mir die ganze Grundmasse, weil sie noch jetzt sehr dünnflüssig ist, schön erstmal ab, sodass da nichts mehr einziehen kann in den Kuchen. Finde ich auch die optimalere Lösung, sodass da erstmal eine Bindung entsteht. Und hier kommt jetzt auch so bei der dünnflüssigen Geschichte noch ein bisschen besser an den Rand ran. Weil ich mache nachher nochmal die Springform drumherum. Und so hat die äußerste Schicht schon mal zumindest eine dünne Schicht drum. Weil laut der Beschreibung kriegt sie gar keine Schicht drumherum. Aber da Schokolade auch in der Form als Schutzschicht funktioniert, sprich sie versiegelt ja auch den Kuchen, ist es eine gute Geschichte, um einfach auch da die Saftigkeit zu garantieren. Denn da steht er jetzt bei mir noch über Nacht, da ich ihn morgen erst mitnehme. Und dann möchte ich Ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, so saftig wie möglich zu bleiben. Deswegen macht man Pralinen auch nicht nur oben Schokolade drauf, sondern taucht sie komplett ein. Nicht, weil es Faulheit ist, sondern um die Praline zu versiegeln. Und damit auch zu garantieren, dass sie länger hält und länger frisch bleibt. Weil man isst ja doch nicht alle Pralinen auf einmal. Das sind so die kleinen Tricks, die man irgendwann lernt. So. Ich habe jetzt mal außenrum alles eingestrichen. Und jetzt klatsche ich das noch großzügig ein bisschen oben drüber. So, dass da erstmal die Poren geschlossen sind. Ihr könnt es, wenn ihr auch noch ein bisschen Erwachsenenkuchen machen wollt, könnt es noch tränken mit Alkohol. Was für Kiddies nicht geeignet ist. Wie gesagt, ihr hättet auch da oben drüber jetzt noch ein Amaretto machen können. Oder Rum passt natürlich zur Schokolade sehr, sehr gut. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Oder aber eine Buttercreme oder sowas.
So, das ist schon mal die Grundverbindung für mich. Laut Rezept hätten wir das Ganze jetzt so drüber leeren müssen, aber wie gesagt, ich wollte gerade noch außen eine Schutzschicht bilden lassen. Das lasse ich jetzt kurz antrocknen auf den Kuchen. Dann sehen wir uns wieder, dann mache ich die Springform nochmal drum, zumindest mal den Rand, um da oben drüber noch was zu gießen. Bis dann. So, meine Lieben, es ist ungefähr eine Viertelstunde vergangen und der Kuchen glänzt immer noch. Das heißt, die Glasur ist richtig, richtig gut geworden. Und ich habe sie ja dadurch ein bisschen abkühlen lassen. Und jetzt gehe ich her und mache den Kuchenring nochmal drum. So, spannen die Torte nochmal ein bisschen ein. Mal gucken, ob das funktioniert. So, und gieße die restliche Schokoglasur richtig geil drüber. So. Ihr seht, es ist ein bisschen dickflüssiger geworden. Ist auch Sinn und Zweck der Geschichte gewesen, dass es ein bisschen dickflüssiger ist. Schmeckt schon geiles Zeug. Ich muss Spatel suchen, Moment. So, Spatel habe ich nicht gefunden. Ich mache den Tortenring ab. Ich gebe ihn in eine Palette drüber. Auch nicht falsch. Mal was anderes. Schon auch nicht mehr schon lange gemacht. Mit der könnt ihr es auch, wie ihr seht, schön gleichmäßig verteilen, solange das Ganze dünnflüssig ist. Bis an den Rand und vielleicht läuft es auch ein bisschen drüber. Das macht nichts, kann man ja abwischen. So, ihr seht hier wirklich bis zum Rand. Und einfach eine richtig geile Schicht nochmal drüber zu kriegen. Das sieht auch richtig toll aus später. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Schokolade raus, was drin ist. Das Schöne ist, das dünnflüssige gleicht auch ein bisschen die Unebenheiten vom Kuchen aus, die einfach entstehen, wenn er gebacken wird. So, fertig ist euer Pornokuchen. Jetzt muss er nur noch ein bisschen auskühlen. Und wenn er ausgekühlt ist, könnt ihr ihn anschneiden. Bitte wartet einfach diese Zeit. Also ich mache es einfach am Abend vorher, sodass er bis zum nächsten Tag einfach durchziehen kann. Ich finde das einfach besser. Und ihr habt an dem Tag nicht den Stress, ob er rechtzeitig abkühlt, ob das richtig alles so funktioniert. So. Also ich finde ihn optisch schon mal super, super lecker. Wie er angeschnitten ist, werde ich euch dann zeigen in dem passenden Foto. So, das war mein Pornokuchen. Ich zeige euch nochmal von Namen. Das ist der sogenannte vielberühmte Pornokuchen. Hier seht ihr, wie die Schokolade drüber läuft. Naja, sieht ja schon ein bisschen wie eine Schweinerei aus, der Kuchen. Ich gebe es ja zu. Ich drehe ihn euch nochmal. Also er ist schon eine süße Schweinerei. So, das war's aus der Küche. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wann ihr wollt. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über einen Like-Button oder auch, wenn ihr meinen Blog besucht und über jedes Kommentar von euch, ob es noch irgendeinen Kuchen gibt oder andere Dinge, die euch interessieren, wo ihr euch sagt, mach dich mal schlau und zeig mal, wie es funktioniert. Bis dann, eure Silke.